Hallo meine Lieben, heute wollte ich mal wieder bei einem Tag mitmachen und es gibt im Moment einen ganz lustigen Tag meiner Meinung nach. Ich habe den als erstes bei so ein paar Ami-YouTuberinnen gesehen und es hat sich jetzt so ein bisschen rübergeschwappt hier nach Deutschland. Und zwar ist es, wie ihr oben seht, der Colors of the Rainbow Tag, also Regenbogenfarben Tag. Indem ich einfach erkläre zu jeder Regenbogenfarbe, was mein Lieblingsprodukt dabei ist. Ich habe mir am Schluss noch eine Farbe mit rausgesucht und das finde ich nämlich ganz interessant. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da gerne mitmachen. Ich freue mich auf eure Videoantworten. Und wenn ihr zum Beispiel auf eurem Blog mitmachen wollt, dann schickt mir auf jeden Fall einen Link per Twitter zum Beispiel. Das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall kann jeder mitmachen und das ist einfach ein bunter, schöner Tag, jetzt wo es wieder ein bisschen wärmer wird, wo der Sommer wieder da ist. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Als erstes haben wir die Farbe Rot und da ist mir sofort eine Sache eingefallen und zwar meine allerliebste Lippenkombination in der Farbe Rot. Und zwar immer wenn ich rote Lippen tragen möchte, trage ich eigentlich immer diese beiden Sachen zusammen. Deswegen muss ich das einfach hier zeigen. Und zwar ist es einmal ein Maybelline Lips to Last. Das sind so zwei Phasen sozusagen. Das ist so eine langanhaltende Lippencreme und so ein Gloss, den man dann drüber macht, dass der nicht so arg austrocknet. Aber statt diesem Gloss nehme ich den Yves Saint Laurent. Velouté de la Chanson de la Bordeaux. Nee, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Aber das sind solche Lipstains, Lipglosse. Und die beiden zusammen sind einfach meine perfekte rote Lippe. Hält den ganzen Tag tatsächlich mit Essen, Trinken, alles Mögliche. Man muss vielleicht mal nach 6-7 Stunden, man kann auch zwischendurch natürlich immer den Gloss wieder drüber machen, dann ist es komplett wieder aufgefrischt, aber hält eben ewig lang und es ist eine schöne Farbe. Das ist nicht so ein sehr leuchtendes Rot, das hat so einen leichten Backsteinrotanteil und das gefällt mir wirklich. Also das hier ist mein Rotanteil in meinem Regenbogen. Als nächstes haben wir die Farbe Orange. Da musste ich auch ebenfalls wieder sofort an Rouge denken und zwar trage ich eigentlich fast ausschließlich so Aprikot Orange-Töne auf den Wangen. Da habe ich mir jetzt meinen momentanen Liebling rausgesucht. Und zwar, der ist von MAC und heißt Blazing Oat Haute. Und wie Haute Couture, Blazing Oat. Und das ist, wie gesagt, so ein richtig schöner, frischer Aprikoton mit einem ganz, ganz tollen Schimmer. Das ist mein Orange-Anteil. Ich habe Gelb im Regenbogen. Lustigerweise habe ich da sofort an ihn hier gedacht. Und zwar, das ist mein kleiner Wally. Der steht immer in meiner Küche und macht ab und zu mal so lustige Geräusche. Den kann man nämlich auch so einstellen, dass er auf Geräusche so reagiert und so. Das ist immer ganz lustig. Der ist natürlich sehr gelb, aber da ist, glaube ich, ein bisschen langweilig in der Beauty-Welt. Habe ich gedacht, ja, ich zeige euch das hier. Und zwar, das ist ebenfalls wenigstens etwas gelb, aber ich bin echt besessen davon. Und zwar ist das von Soap and Glory, die Body Butter in Sugar Crush. Die sieht innen drin zwar nicht gelb aus, leicht vielleicht, so hat so einen Gelbanteil. Ich will das einfach nur essen, das ist so schlimm, dass ich es nicht essen kann. Aber ihr kennt bestimmt das Cornetto Buttermilk Zitrone Eis, das ist so eine Eistüte, die gibt es eigentlich überall. Und es riecht 100% genauso und das ist mein Lieblingseis. Und deswegen ist es einfach so geil, es riecht so frisch und cremig und lecker. Deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt mein Gelb, weil es eben ein sehr zitroniger Duft ist und weil die Verpackung natürlich außen auch gelb ist. Als nächstes kommt die Farbe Grün und da habe ich ein bisschen länger überlegt und mir ist eigentlich nur eins eingefallen und zwar meine Küche. Meine Küche ist nämlich komplett grün gestrichen und alle Accessoires, die ich in meiner Küche habe, sind eigentlich grün oder ich halte die immer grün-türkis und ja, also hauptsächlich ist mir da meine Küche eingefallen, weil ich mag meine Küche sehr. Ich halte mich darin sehr gerne auf und mag auch die grüne Farbe und hier hinten seht ihr auch noch ein paar grüne Sachen. Also ich bin komplett auf so einer grün-türkis Aquatöne-Phase und deswegen ist mir da hauptsächlich meine Küche dabei eingefallen. Ich hoffe, das zählt auch. Dann kommen wir zu Hellblau. Hellblau habe ich tatsächlich nicht sehr viel, das habe ich schon gezeigt, tatsächlich nicht sehr viele Sachen. Da ist mir aber was sofort in den Sinn gekommen natürlich und zwar der Buffer in der limitierten Frühlingsedition und zwar in der Farbe Aqua. Das ist ein sehr, sehr schönes Hellblau. Und ja, da musste ich sofort, ich habe so in meinem Badezimmer rumgeschaut, habe so rumgeguckt, natürlich lag der hier und habe ich gedacht, passt natürlich perfekt. Hellblau, sehr, sehr schön.
und auch noch in meinem Shop zu haben. Als nächstes kommen wir zur Farbe Indigo und da habe ich einen Nagellack ausgewählt. Ich habe mal eine Zeit lang, war ich ganz lange auf einer Suche nach einem richtig schönen Royal Indigo Blau. Das ist jetzt, ich weiß nicht genau, ob man das Indigo nennt. Das ist wahrscheinlich eher zu Royal Blau, aber das ist jetzt so eine meiner Lieblingsnagellacke in dem Bereich. Diese Farbe trage ich meistens auf meinen Zehennägeln zusammen mit einem Glitzernagel. Das finde ich, sieht ganz cool aus. Das ist die Farbe Dating a Royal von OPI. Und das ist jetzt eben meine Indigo Blau Farbe dafür. Dann haben wir den Regenbogen fast schon zusammen und als nächstes kommt die Farbe Violett. So, dann Violett war wieder so eine Sache. Ich bin überhaupt niemand, der Violett sehr gerne mag. Das war als Kind meine Lieblingsfarbe. Anscheinend habe ich mich jetzt so weit davon entfernt, dass ich eigentlich fast nichts Violettes habe. Dann habe ich so rumgeschaut und ich darf euch meinen Sparschäler präsentieren in einem sehr, sehr schönen Violett. Und ja, das war jetzt so das Einzige, was ich gefunden habe. Da habe ich gedacht, nee, kann ich ja auch wieder nicht bringen, ne? Dann ist mir aber noch eingefallen, dass ich noch einige Haarprodukte habe, die lila sind. Das ist so fast das Einzige. Und etwas, was ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft auch in letzter Zeit verwende. Sehr, sehr, sehr. Und zwar, das ist von Schwarzkopf Glisskur. Das ist die Ultimate Volume Express Repair Spülung. Das ist praktisch, das macht man in die nassen Haare. Nach dem Haarewaschen sprüht man das ein. Und das macht die Haare schön kämmbar, wirklich ohne die zu beschweren. Also man merkt wirklich danach nicht, dass man was in den Haaren hat. Es macht die Haare aber sehr schön kämmbar und gibt ein schönes, leichtes Volumen, was ich sehr, sehr gerne mag. Als letztes in der Liste haben wir die Farbe Bunt, um unseren Regenbogen noch einmal Revue passieren zu lassen. Da ist mir auch eigentlich nur eine Sache aufgefallen, wie ihr vielleicht merkt, ich bin nicht so der bunte Klamotten und bunte Sachenträger, ja. Also ich mag Farbe sehr gerne, aber irgendwie bin ich immerhin immer weiter zu diesen Jeans und relativ einfarbige Sachen oder nicht so arg bunte Sachen und so weiter dazu eher hingezogen. Da ist mir diese schöne Jacke oder Weste hier eingefallen. Also letztes Jahr bei Zara gekauft. Da gab es von Trafalgar diese Jacken, die gab es auch in verschiedenen Mustern. Ich habe mir wirklich, überlegt euch mal, alle davon gekauft, weil ich so begeistert von dieser Jacke war. Die habt ihr bestimmt auch schon mal bei mir gesehen. Das ist, die ist so ein bisschen so ein Satin-ähnlicher Stoff. Und die ist so schön. Ich liebe die Farben so abartig, weil da sind halt so ein paar Neonsachen noch mit drin. Ist so ein, irgendwie so ein ganz cooles Blumenmuster und ich fand die Farben richtig, richtig schön. Und das ist jetzt so das Einzige, was ich so in meinem Kopf hatte, was ich an Buntem habe. Und deswegen musste es diese Jacke sein, weil ich liebe die immer noch total und ich ziehe die total gerne an. Als letztes habe ich mir selber noch eine Farbe rausgesucht und zwar meine Lieblingsfarbe und das ist Türkis. Ich habe sehr, sehr viel Türkis und ich wollte euch jetzt so drei türkise Sachen, so Statement-Sachen zeigen, die ich mir da noch rausgesucht habe. Als erstes habe ich diese schöne Sonnenbrille und zwar, ich nenne sie meine Willy Wonka Fliegensonnenbrille. Ich fand die so geil, ich habe die bei DM gekauft, die hat glaube ich nur 3 oder 5 Euro gekostet und ich fand die so cool eben, weil die türkis ist und ich habe eigentlich überhaupt keine bunten Sonnenbrillen. Die ist mittlerweile, sehe ich damit aus wie eine Mücke, weil mein Gesicht ein bisschen schmaler geworden ist, aber ich finde die trotzdem immer noch sehr cool. Dann habe ich noch zwei andere Sachen, einen Moment. Und zwar einmal, das sind allgemein einige meiner Lieblingsprodukte und zwar sind das von Victoria's Secret Pink, diese Body Sprays. Das ist der Geruch Fun and Fearless und der ist ebenfalls türkis. Habe ich mir nicht nur deswegen gekauft, riecht auch sehr gut. Ist ein sehr frischer Duft und ich finde, es ist fast der einzige Duft davon, der wie ein Parfüm riecht und auch sehr intensiv ist. Die anderen sind sowieso ganz normale Body Sprays, die verfliegen sehr schnell, aber dieser Duft bleibt wirklich auch sehr lange, was ich natürlich auch sehr gut dabei finde. Dann habe ich noch eine Kette, die musste ich auch erwähnen, da ist eine Haarklammer dran. Einen Moment. Und das ist diese hier von H&M. Oh, die ist so schön. Und ich wollte nämlich mal so eine richtig fette Kette, die in einer bestimmten Farbe ist. Und da habe ich natürlich gleich die Türkise hier gesehen und da war es um mich geschehen. Ich darf auch anmerken, dass Heidi Klum von dieser Kette sehr begeistert war. Und sie war sehr verwundert, was man für so günstiges Geld für schöne Sachen bekommen
kann. Das fand ich so geil, weil sie hat mich gefragt, oh, eine schöne Kette. Habe ich gesagt, ja, ist von H&M. Da hat sie gesagt, was man heutzutage alles für so günstiges Geld bekommen kann. Da habe ich gesagt, ja, Heidi, genau. Also, wenn ihr diese Kette habt oder anzieht oder kaufen wollt, dann wisst ihr, ihr seid bei Heidi Klum ganz oben in der Liste. Ja, das war's dann schon mit dem Colors of the Rainbow Tag. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war vielleicht ein bisschen schön farbenfroh für den Sommer und so weiter. Am Dienstag, ich wollte eigentlich heute ein richtig geiles Tutorial hochladen. Aber leider spielt im Moment meine Haut nicht so mit. Und ich weiß, euch gefällt das auch nicht immer so, wenn ich ein Tutorial mache und dann so ganz nah bin und hier einen Pickel habe und so. Deswegen wollte ich erstmal warten, bis sich das Ganze etwas gebessert hat. Es liegt nämlich daran, dass ich gerade mein Clarisonic wieder angefangen habe zu nehmen. Und immer wenn ich damit anfange, bricht meine Haut komplett aus. Das legt sich aber dann hoffentlich wieder. Also ich hoffe, nächste Woche geht es wieder einigermaßen. Deswegen gibt es am Dienstag hoffentlich das Tutorial. Freut euch drauf, ist richtig schön. Wird das, bin ich mir sicher oder hoffe ich zumindest. Und ja, dann sehen wir uns am Dienstag auf jeden Fall wieder. Checkt mal Projekt Fit ab, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denn wir machen nämlich weiter in unserem Abnehmprojekt, wenn ihr da dabei bleiben wollt. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und dann wünsche ich euch noch ein ganz, 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 ganz tolles Wochenende mit ganz viel Sonne. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!